Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir mal das Spiel von Abarok uns anschauen. Wir werden mal schauen, wie gut dieses Spiel überhaupt gemacht worden ist. Und ja, es soll auf jeden Fall wahrscheinlich so ein ähnliches Game sein wie Brookhaven, also so eine Art Roleplay-Game. Ich hätte gesagt, wir fangen gleich an nach dem Intro. So Leute, wir sehen hier auf jeden Fall schon im Hintergrund einen Flughafen. Wir werden mal reingehen und werden mal schauen, wie gut der gemacht ist. Okay, man kann auf jeden Fall durch diese Türen durchgehen. Nicht schlecht. Gut, es ist zwar der Ausgang und nicht der Eingang, aber egal. Ich weiß gar nicht, wo dieser Eingang sein soll. Wahrscheinlich irgendwo anders. Wir gehen jetzt hier mal durch diesen Ausgang durch. Die Sache ist die, ich hätte die Türen halt noch beweglich gemacht. Die sind halt momentan einfach so gemacht, dass sie sich gar nicht bewegen. Das hätte ich halt noch ein bisschen verbessert. Aber sonst sieht es auf dem Anhieb schon mal nicht schlecht aus. Wir haben hier auf jeden Fall diese Flügel, also diese Schalter, sagen wir es mal eher so. Weil die Flügel werden ja momentan noch gar nicht so angezeigt. Und ja, man hat hier auf jeden Fall auch Sitzmöglichkeiten. Ist auf jeden Fall auch richtig cool gemacht. Und ja, feiere ich auf jeden Fall sehr. Das Spiel, muss man auch sagen, ist momentan auch in der Beta-Version. Deswegen, ja, ich sehe das Ganze auch nicht so eng. Bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben hier auf jeden Fall oben noch eine Uhr. Da wissen wir immer, wie spät es ist. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall so eine Art Scanner, der halt immer sagt, ob du irgendwelches Metall mit dir rumträgst. Auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir hier noch so ein Gepäcklaufband, auch richtig cool gemacht, wenn man halt ankommt. Und hier kommt man auf jeden Fall vom Flugzeug in, ja, das Gebäude rein. Auf jeden Fall nicht schlecht. Leute, ich glaube, dass das hier so eine Art Ankunftsgebäude ist. Also, dass es wahrscheinlich noch einen anderen Flughafen geben muss, oder? Weil wenn man hier nämlich ankommt, geht man nämlich hier durch und dann geht man hier lang und dann geht man hier raus. Die Sache ist die, wo ist denn der andere Flughafen, wenn es überhaupt noch einen zweiten gibt? Oder ist das momentan nur das einzigste Gebäude, was es geben wird? Nur, dass da halt noch ein paar Schilder fehlen. Weil das könnte halt auch sein. Ich hätte gesagt, Leute, wir schauen mal in das Flugzeug rein und mal schauen, was da so schönes drin ist. So, Leute, jetzt sind wir hier gerade in dem Flugzeug drin. Das Flugzeug ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Feiere ich sehr. Hier können wir auf jeden Fall auch vorne ins Cockpit rein. Was ich sehr feiern würde, wäre, wenn man diesen Flug hier sehen würde, so animiert mit diesen ganzen Effekten, würde ich sehr, sehr feiern. Hier haben wir auf jeden Fall die Toilette. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier können wir wieder raus. So. Und was ist hier hinten drin? Wahrscheinlich das Gepäck. Nee. Hier sind diese Sachen für den Flug drin, halt Essen und sowas. Und ja, hier hinten ist wahrscheinlich das Gepäck drin normalerweise. So, hier gehen wir mal wieder raus. So, und ja, auf jeden Fall richtig cool gemacht. Feiere ich sehr. Und ja, ich hätte gesagt, wir schauen uns mal das nächste an. Flughafen kriegt auf jeden Fall von mir schon eine 9 von 10, weil ja, sehr cool umgesetzt. Ein paar Sachen fehlen irgendwie noch, aber ja, sonst sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Da drüben haben wir auf jeden Fall so eine Art Sportarena. Wahrscheinlich ist das da drüben auch die Schule. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Leute, da drüben ist die Schule. Einfach so eine Highschool. Und ich muss sagen, Leute, diese Schule ist viel, viel besser als die Schule irgendwie in Brookhaven vom optischen her gesehen. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal reingehen und mal reinschauen, ja, wie das Ganze auf jeden Fall aussieht. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Art Küche. Oha, eine richtig große Küche. Einfach wirklich mega. Sowas hatten wir damals auch im Kochunterricht. Also ich hatte mal so eine Art Kochunterricht und ja, da hatten wir auch so eine große Küche, feiere ich sehr. Dann haben wir hier so eine Art, ja, Cafeteria, voll cool gemacht, feiere ich sehr. Man kann sich hier auch hinsetzen, habe ich gerade gemerkt. Hier ist auf jeden Fall die Toilette, voll cool. Ja, hier oben kann man hier so hochgehen. Dann haben wir hier auf jeden Fall so Sitzmöglichkeiten, voll cool. Hier ist der Schulleiter drin. Dann haben wir hier auf jeden Fall so, ja, Musikraum, ja, cool, Kunst. Auch nicht schlecht, hier mit so Kunstdingern. Cool, cool, cool. Da drüben haben wir so die Bücherei, sehe ich gerade. Hier so, ja, ey, voll cool gemacht. Also ich feiere das sehr. Man kann hier auf jeden Fall richtig coole Roleplays machen. Ich werde wahrscheinlich mal irgendwann welche machen. Hier oben haben wir auf jeden Fall so Monitore. Da sieht man dann immer, wer jetzt welche Vertretung hat. Also bei uns an der Schule ist das auf jeden Fall so. Da sehen wir auf dem Monitor, ja, wen wir jetzt nicht mehr haben. Also entfallmäßig und sowas. Ich weiß nicht, ob das sowas ist oder ob das hier irgendwas anderes ist. Es kann auch sein, dass es irgendwelche Werbung ist für die Schule, dass du jetzt zum Beispiel
Beispiel, wenn du hier reinkommst, siehst, ich weiß nicht, die machen die und die Sportart oder sowas, ich weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Mathematik. Okay, ist auf jeden Fall richtig cool. Und hier sieht man sogar so ein paar Zeichen. Also ich finde das wirklich richtig cool gemacht. Hier haben wir auf jeden Fall so Chemie. Ey, auch richtig, richtig cool und voll mega. Ich muss einfach wirklich sagen, das Spiel ist einfach wirklich besser als Brookhaven. Das kann man, also man kann wirklich nicht sagen, dass dieses Game schlechter ist. Das ist einfach besser. Von der alleinigen Anordnung her und was halt einfach da drin ist, ich finde es einfach mega. Und da hat wirklich aber auch eine richtig gute Leistung gebracht. Ich weiß nicht, ob er das alleine programmiert hat. Wenn er das alleine programmiert hat, dann muss ich schon sagen, extrem stark. Da hinten hatten wir irgendwo noch die Sporthalle. Ich will mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen. Wäre auf jeden Fall cool. Oder ob wir dann nur durch das Gebäude durchkommen. Ne, wir können hier sogar, glaube ich, so rein. Ja, da ist ein Eingang. Hier ist auf jeden Fall dieser Sportplatz. Richtig cool gemacht. Und hier können wir rein. So, hier haben wir die Sporthalle. Und ich muss sagen, Leute, 1:1, so sieht unsere Sporthalle halt auch einfach so aus. Also, es ist halt einfach wirklich so. Das ist halt so geil gemacht hier mit diesem Fußboden. Das feiere ich so extrem. Das sieht halt so geil aus hier mit diesem, ja, Laminat-Ding. Ich feiere das so extrem. Hier haben wir so Fußballtore. Einfach wirklich mega cool. Hier haben wir so Umkleiden. Auch richtig cool. Und wir haben hier sogar Duschen. Als ob. Wir haben einfach wirklich Duschen bekommen. So, Leute. Das war jetzt die Schule. Ich muss schon wirklich sagen, die sah sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, ich hätte gesagt, wir gehen da drüben. Ich sehe schon. Cinema. Wir gehen da drüben mal rein. Und ja, die anderen Sachen machen wir noch in anderen Folgen. Deswegen gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video mache. Wir werden uns auf jeden Fall alles hier in Roll Live anschauen. Also ich habe es auf jeden Fall vor. Deswegen, es wird verschiedene Teile geben. Das ist jetzt momentan hier Teil 1. Und ja, mal schauen, wie viele Teile es geben wird. Wie viele Sachen es halt hier gibt. Ich hätte gesagt, Leute, wir gehen jetzt hier ab ins Kino. Und ja, mal schauen, wie das Ganze auf jeden Fall aussieht. Ja, wir kommen hier auf jeden Fall rein. Dann haben wir hier auf jeden Fall, ja, dieses Art Kassen-Ding, wo man halt hier so, ja, dann nochmal seine Eintrittskarte holen kann. Dann kann man hier auf jeden Fall sein Essen holen. Auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Hier oben, die Monitore sind immer noch alle abgeschalten. Die werden wahrscheinlich alle noch angeschalten, so wie auch im Flughafen. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall die Toilette. Okay, richtig, richtig cool. Feiere ich auf jeden Fall sehr. Danach geht's hier in den Kinosaal. Wir haben hier leider nur einen Kinosaal. Finde ich zwar ein bisschen traurig, aber vielleicht gibt's ja irgendwann noch einen zweiten. Würde ich sehr, sehr, sehr feiern. Und ja, hier können wir uns auf jeden Fall hinsetzen und können in diesen Kinofilm schauen. Momentan läuft hier gar nichts, weil ja momentan auch alle Bildschirme abgeschalten sind. Aber ja, nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn man hier mal einen Film schauen kann. Was ich mich jetzt bloß frage ist, kommt man da oben rein, um jetzt zum Beispiel einen Film anzuschalten? Also kann man selber entscheiden, welchen Film man gerade anschauen möchte. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr feiern. Ja, sonst, Leute, hätte ich gesagt, ich beende jetzt die Folge. Es war auf jeden Fall heute schon richtig, richtig cool. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Es gibt hier so viele coole Sachen. Also wir können uns noch so verschiedene Sachen anschauen. Einfach wirklich mega krass. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit dieses Spiel gemacht hat zu programmieren. Wahrscheinlich richtig große und ja, richtig viel Arbeit. Und ja, dann hätte ich gesagt, Leute, wir sehen uns dann zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Haut rein, euer Exchwolf und ciao.